Sebastian Lemke, erstmal, weiß nicht, ob man Glückwunsch sagen kann zur Präsidentenfunktion. Das haben sich vielleicht anders vorgestellt, als im Oktober erst überhaupt ins Präsidium reingewählt wurden durch den Verwaltungsrat. Aber erzählen Sie erstmal was über sich, weil die meisten kennen Sie noch gar nicht, glaube ich. Ja, was soll ich erzählen? Bin Sebastian Lemke, 37 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. Ich habe es bei der Versammlung schon gesagt, für mich die besten Kinder der Welt, aber das werden wahrscheinlich alle Eltern sagen. Bin seit 20 Jahren glühender Anhänger des FCEs. Ja, ich wurde Anfang des Jahres gefragt, ob ich mir vorstellen kann, mitzuarbeiten. Und dann hat das so im September, Oktober relativ viel Fahrt aufgenommen, was dann am Montag endete in der Sache, dass ich Präsident geworden bin. Genau, dieser Montag, wieder kurz vor Weihnachten, sagen sich einige FCE-Fans. Die Weihnachtsgeschenke werden anders verteilt bei Energie anscheinend. Beschreiben Sie mal bitte den Montag. Wie lief das ab und wie kam es im Endeffekt dazu, dass Sie Präsident wurden? Also es war eine gemeinsame Sitzung des Verwaltungsrates und des Präsidiums. Es wurde die aktuelle Situation, auch die wirtschaftliche Situation, klar definiert und besprochen. Und der Verwaltungsrat hat mit Herrn Auth, Herrn Harnert und Herrn Kaplinghaus die Vertrauensfrage gestellt, hat dann nochmal für sich getagt und hat danach die Entscheidung getroffen, dass es so nicht mehr weitergeht. Und danach wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, Präsident des FCE zu werden. Wie lange brauchten Sie für die Entscheidung? Vom Bauch war es gleich entschieden. Es waren dann noch einige Gespräche, wir haben einige Dinge noch sondiert, wie es ablaufen kann, wie man es organisieren kann. Aber es war dann eine Sache von 1,5 Stunden. Sie sind jetzt der jüngste Präsident bei Energie, der 5., 6., 7., 8. in den letzten, seit 2008 glaube ich. Es soll stabil werden. Der Club wird teilweise als Chaos-Club mittlerweile bezeichnet. Was wollen Sie dafür tun, dass es sich ändert, der Ruf? Ich habe es eben schon gesagt, wir müssen jetzt versuchen, in Ruhe zu arbeiten. Wir stehen, wie gestern schon genannt, vor einer sehr schwierigen Situation. Wir müssen jetzt Ruhe reinbekommen, wir müssen beständig arbeiten. Wir müssen jetzt kurzfristig, ich sage bewusst kurzfristig bis 30.06. finanziell stabil werden. Und dann müssen wir mittelfristig den Verein wieder aufbauen, dass wir in Ruhe arbeiten können. Es ist ein Sportverein, aber es ist auch ein Unternehmen. Und wir müssen gucken, dass dieses Unternehmen wirtschaftlich eigenständig leben kann. Mit oder ohne Corona, spielt das noch eine Rolle? Oder ist Corona da jetzt eher nebensächlich? Der Verein steht so schlecht da, dass es eh konsolidiert werden muss? Nein, also Corona ist natürlich ein Thema. Wir spielen seit Mitte März ohne Zuschauer. Wir haben ein riesen Stadion, was uns gehört, was aber natürlich auch einen Kostenblock bedeutet. Und für einen Viertligisten, oder ich kenne keinen anderen Viertligisten, der das seinen eigenen nennen kann. Also spielt Corona auch eine Rolle und jedes Spiel ohne Zuschauer kostet uns immens viel Geld. Also geht es für uns eigentlich nur weiter mit unbegrenzten Zuschauerzahlen. Aber das ist die eine Situation. Die andere Situation ist, Herr Rossek hat es in der Versammlung auch angesprochen, es gibt ein Defizit im Haushalt. Und das müssen wir bis 30.06. decken. Ist da der neue Verwaltungsrat und jetzt Sie als Präsident die richtigen Personen, die da auch die entsprechenden Hebel setzen können? Das müssen andere bewerten. Oder wir müssen uns messen lassen, ob es die richtigen Hebel sind. Wir können nur Gespräche führen, wir werden Gespräche führen. Gespräche gab es schon. Es gibt auch seit Montagabend Anzeichen, dass Partner uns unterstützen wollen. Aber wir müssen auch vor der eigenen Haustür kehren. Vor der eigenen Haustür heißt Stadion, das ist der eine Kostenblock, den Sie genannt haben. Geschäftsstelle, das ist auch ein Kostenblock, wo Sie ansetzen müssen? Wir werden alles angucken. Wir werden alles angucken, das Stadion, die Geschäftsstelle, die Strukturen. Wir sind ein Viertligist. Ich würde gerne lieber höher spielen, aber dort ist ein weiter Weg für uns. Wie existenzbedrohend ist die Lage? Reden wir schon von einer Insolvenz oder Insolvenznähe? Das möchte ich ganz klar von nein. Wir haben keinen Insolvenztatbestand. Wir haben Luft zum Atmen, wir haben noch auch Mittel, um zu leben und um weiter zu handeln. Aber die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend werden. Dr. Glottner hat aus der Ferne erfahren, dass das Präsidium gewechselt ist. Und wie haben sich Spieler aufgefasst, also beide, Trainer und Spieler? Es ist natürlich schwierig. Dirk Glottner ist in Köln, die Spieler sind in ganz Deutschland verteilt. Ich selber habe Dirk danach angerufen, habe mit ihm gesprochen. Wir haben uns auch für Dienstag verabredet. Habe auch mit Jan Koch und Florian Brückmann gestern noch telefoniert. Ich kann das mir vorstellen. Dirk ist ja seit immer bei uns, hat viele Veränderungen schon mitmachen müssen. Das ist, weiß Gott, nicht schön. Auch für die Spieler ist es komisch. Sebastian König tritt zurück, jetzt das Präsidium abgesetzt. Wir haben ruhige Gespräche. Ich habe die Situation erklärt, was los ist, dass wir uns auch weiter in Gespräche befinden werden, dass die Spieler mich auch gerne anrufen können. Wir müssen jetzt für Ruhe sorgen, aber auf allen Ebenen. Also die Planung mit Dirk Glottner geht über den 30.06.2021 hinaus, ja? Ganz klar. Wir planen mit Dirk Glottner. Ich gehe von aus, dass er mit uns genauso plant. Wir wollen am Dienstag nicht nur bis 30.06. reden, wir wollen Dienstag auch für die Saison 2021-22 reden. Unter Auth gab es eine Vision 2022. Ist die jetzt ad acta gelegt oder was passiert damit? Ich möchte momentan von Visionen nichts hören. Wir haben das klare, kurzfristige Ziel, bis 30.06. den Verein finanziell stabil zu kriegen. Tut mir leid. Gibt es denn ausreichend Partner, die das Ganze stützen können? Denn es gab ja auch immer so ein bisschen, gerade bei der Mitgliederversammlung, so Informationen, dass es mit dem Hauptsponsor nicht mehr ganz so rund läuft. Da sollte jemand in den Verwaltungsrat, der wollte dann aber nicht. Hat sich das durch Ihr Erscheinen, durch Ihr, jetzt Ihre Amtsinhabe, hat sich das da generell geändert? Also ich bin seit Montagabend im Amt.
Der FCE kann auf eine Vielzahl von Partnern zurückblicken. Wir werden in den nächsten Wochen mit allen Partnern reden. Hat sich dieser Abschied von Sportdirektor König von diesem Amt, hat das auch ein bisschen schon Hinweise gegeben, dass es doch ein bisschen grummelt im Verein? War das die Folge jetzt von diesem Montag? Wenn der FCE in Cottbus in der vierten Liga spielt und auf der Tabelle 8 steht, kann es nur grummeln. Ich glaube, keiner ist damit zufrieden. Weder die Fans, noch die Spieler, noch die Geschäftsstelle. Jetzt fällt meine Frage wieder ein. Heute soll es ja eine Sitzung vom NOV geben zur Zukunft der Regionalliga jetzt diese Saison. Was soll dabei rauskommen? Was ist Ihr Wunsch, Ihre Wunschvorstellung, was dabei rauskommen soll, damit wir ein bisschen Planungssicherheit vielleicht wieder haben? Ja, Planungssicherheit brauchen wir auch, das ist richtig. Wir sind natürlich, wie auch der NOV, davon abhängig, was der Bund entscheidet. Wie lange geht der Lockdown? Wann dürfen wir wieder spielen? Wann darf überhaupt trainiert werden? Erst dann können wir weitere Entscheidungen treffen. Ich würde gerne wieder vor vollen Zuschauerrängen hier spielen. Und auch nur das haben wir auch den NOV mitgeteilt. Für uns ist es nur möglich zu spielen, wenn wir keine Beschränkungen in den Zuschauern haben. Aber selbst dann geht uns die Zeit flöten. Wir spielen Dezember nicht, wir werden Januar definitiv nicht spielen. Ich halte auch den Februar für ausgeschlossen zu spielen. Das heißt, die Zeitspanne, wo wir die Saison zu Ende bringen können, ist sehr, sehr gering. Wir haben als FCE einen Vorschlag eingereicht, dass wir die Hinrunde zu Ende spielen, mit dem Ergebnis einen Schnitt in der Mitte machen, die oberen 10 und die unteren 10 in einem Playoff die Platzierung ausspielen. Aber auch das geht nur, wenn wir spielen und trainieren dürfen. Wenn keine Zuschauer zugelassen sind, höre ich das raus, dass man sich der Sache dann verweigern würde? Verweigern geht nicht, wir sind im Spielbetrieb drin, aber dann wird es für uns, dann wird es wirklich finanziell, wirtschaftlich sehr schwierig für uns. Der ABB hat die Zahl von 70.000 in den Raum gestellt. Ich kann die Zahl nur bestätigen. Ein Spiel ohne Zuschauer kostet den FCE 70.000 Euro. Insofern ist es ja wirklich ein furchtbarer Kraftakt, bis zum 30.06. zu sagen, wir stellen den Verein auf solide Füße. Wie soll das funktionieren? Also solide Füße ist mittelfristig. Wir müssen jetzt versuchen, bis zum 30.06. das Defizit zu schließen. Das ist die kurzfristige Sache, was die Aufgabe des Verwaltungsrates und des Präsidiums ist. Sie haben da mit Hagen Hotzkowski auch einen erfahrenen Geschäftsmann an der Seite, der sehr vernetzt ist, auch in der Region. Ja. Wie wichtig ist das jetzt an Ihrer Seite? Sozusagen? Also nicht nur Hagen Hotzkowski an meiner Seite, ich habe auch Ralf Lemke an meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass beide zugestimmt haben, kurzfristig eingesprungen sind und vom Verwaltungsrat ins Präsidium gekommen sind. Hagen ist eine riesen Unterstützung, Ralf wird eine riesen Unterstützung auch im Sport sein. Und dann versuchen wir das bis zum 30.06. irgendwie zu wuppen. Präsidenten haben die Eigenschaft, im Besonderen in den oberen Ligen, dass sie dann auch ein bisschen was in der Tasche haben. Jetzt will ich Sie nicht fragen, wie Sie sich hier finanziell darstellen wollen. Aber gibt es Möglichkeiten, auch durch Ihr persönliches Netzwerk zur Gesundung per 30.06. beizutragen? Es ist ja bekannt, dass ich Geschäftsführer der Handels- und Cottbus GmbH bin. Wir werden auch mit unseren Lieferanten sprechen, ob die bereit sind, als Sponsor einzutreten. Aber ich brauche nicht sagen, dass in der jetzigen Situation, Corona-bedingt, auch alle Industriepartner auch sehr vorsichtig agieren. Also ich glaube, wir sollten im ersten Schritt auf unser jetziges Netzwerk zurückgreifen. Weil dort gibt es eine Vertrauensbasis, dort gibt es Verträge, die ja aktuell sind. Und zuerst mit diesen Leuten reden, die dem FCE bis jetzt zugetan sind. Wir sind natürlich offen für neue Sponsoren. Vielleicht noch ein paar Worte in Richtung der Fans, die jetzt vielleicht die Befürchtungen haben, es geht jetzt weiter, Machtkämpfe, wie ruhig oder wie beruhigt ist die Situation jetzt vereinsintern? Also ich kann sagen, dass die Gremien im Präsidium und Verwaltungsrat sich gut verstehen, dass wir eine Sprache sprechen, dass wir alle sagen, es geht nicht um uns persönlich, es geht um den Verein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es geht nicht um einzelne Personen, es geht um den FC Energie Cottbus.